Steinen für unser Waisenhaus hier in Somalia, Mogadischu, auf 1600 Quadratmeter setzen wir. Ihr habt weiterhin die Möglichkeit, uns zu unterstützen. Bei dieser schönen Rede regnet es, Maschallah, Subhanallah. Es regnet hier kaum, aber es regnet gerade. Könnt, ist dieses Waisenhaus fertig. Dieses Waisenhaus, diese Schule hat so viel Kapazität. Diese Kinder, die hier derzeit sind, ist nur ein Teil davon. Da werden noch so viele Kinder dazukommen. Dank eurer Unterstützung, dank eurer Spende. Bruder, möchtest du was dazufügen? Es war sehr lange unser Traum, dass sowas hier entsteht für die Waisenkinder, dass sie eine vernünftige Bildung bekommen können, dass sie ihre Zukunft dadurch viel besser gestalten können. Dank eurer Unterstützung ist es möglich geworden. Ich finde keine Wörter dafür, es ist wirklich ein Traum. Es ist sehr wichtig, dass man den Menschen nicht nur das Fischen, nicht nur Fisch gibt, sondern ihnen das Fischen beibringt. Somit gehört auch Bildung dazu. Bildung rettet vor Armut, Bildung rettet vor Kriminalität, Bildung rettet vor Kriege. Und da müssen wir hinkommen. Wir müssen da hinkommen, dass Somalia keine Hand mehr ausstreckt, sondern dass Somalia anderen Menschen hilft. Und wir hoffen, dass das dazu kommt irgendwann. Und dass das dazu kommt, dass die Menschen sich gegenseitig so viel helfen, dass es gar keine Bedürftige mehr gibt. Wir werden, bevor dass wir diesen Band schneiden, mit der Sura aus dem Koran, das ist Sura 1, Al-Fatiha, die Eröffnung heißt es, diesen Waisenhaus öffnen. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله Bruder, drück du dazu und ich schalte dann hier fest, ja? Los geht's. Du hast keine Kraft, Bruder, drück zu. Je kleiner, Mann, bitteschön. Ich hoffe, dass auch in Somalia der Krieg aufhört. Das ist mein persönlicher Wunsch. Um das zu erreichen, brauchen wir natürlich sehr viel Investition in den Nachwuchs, und zwar in dessen Köpfe. Bildung ist extrem wichtig. Spende jetzt und lass uns gemeinsam Menschenleben retten.